Hallo Leute, heute seht ihr die Feuerringe von Moog Nico. Und ja, dann fange ich mit der Rückseite an. Natürlich hier wieder die Artikelnummer, hier der Moog Nico Hahn. Dann Klasse 1 natürlich. Dann haben wir wieder dieses Symbol von diesem Hersteller, genau wie bei diesen Pirouetten. Und natürlich Importeur ist Moog. Und ja, dann halt wieder die natürlichen Anweisungen zum Zünden. Ich mache die Verpackung mal aus, dann könnt ihr euch die mal kurz angucken. Sie enthalten sind 10 Stück in diesem Päckchen. Es gibt die, glaube ich, auch noch in einer Papierschachtel. Für die Ringe dürften dieselben sein. Was man jetzt hier schön sehen kann, ist die lange. Genau, die lange graue Lunte, die kann man ziemlich gut erkennen, wenn ich dann die mal rausbekommen würde. Ja, hier haben wir halt so einen. Und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Gut verarbeitet. Die eigentlich gewohnt von Moog. Und ja, viel mehr kann man nicht mehr dazu sagen. Und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Review. Ach, beim Test. Entschuldigung. So, als nächstes die Feuerringe von Moog. Oder was heißt als nächstes? Jetzt seht ihr im Test die Feuerringe von Moog. Mit sehr langer grauer Lunte. Da brennt sie. Oh, die sind aber ziemlich hungerhops. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Machen wir direkt den nächsten. Also es gibt auch welche, die steigen noch auf. Hatte ich letztens auch welche gehabt. Zum Beispiel wie der gerade. Sehr schön, machen wir direkt noch einen an. Ich glaube, das ist ein. Genau, das ist der letzte, den ich in der Tasche habe. Ja, einen Moment. Ja, das Feuerzeug spinnt gerade. Ja. Warte mal kurz. Kleinen Moment, müssen wir gerade ein neues Feuerzeug holen. So, das funktioniert. Na, ja, komm schon. Ja, das ist jetzt natürlich gerade blöd. Ich habe eine andere Idee. Sorry dafür. Ja, doch. Ah, da brennt er. Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Artikel. Und dann hoffen wir euch, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und bis dann.